Schlafen wir jetzt alle. Ah! Hi zusammen, ich bin gerade bei mir, der Kraft, und ich habe mir gedacht, man könnte mal ein Outfit of the Day Video machen. Allerdings nur mit Männern. Das habe ich nämlich letztes Jahr auch schon mal für Beauty for Charity gemacht. Und da heute wieder ganz, ganz viele Kerle hier rumlaufen, dachte ich mir, ich nehme euch dabei mit. Kommt mit! Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Trending Robin. Und heute zeige ich euch mein Outfit of the Day. Outfit of the Day. Hier ist der Changeman und ich zeige euch heute mein Outfit of the Day. Ganz wichtig natürlich modische Accessoires, wie diese wunderschöne Tasche. Ja. Natürlich wieder prächtig gut angezogen, natürlich mit einem Bordeaux-grünen Pulli und von Billabong natürlich. Cool. Cool. Jetzt reg dich doch mal über die scheiß Schuhe, über die du schon eine ganze Agromie am Arsch. Mein Outfit of the Day ist das hier. Ich greife dann schnell rein und muss dann irgendwas anziehen, weil nackt rausgehen, das will glaube ich keiner sehen. Einfach Shirt. Ja. Wahnsinn. Warte. Von Jack and Jones, kann das sein? Ja klar, das ist ganz oh mein klar. Gott. Das ist ganz klar, Feuer... Nee, warte, wie heißt das Rot? Lavabrot. Lavabrot. Mindestens. Klar, das ist Lavabrot. Eine Domo schreiende Mütze, das ist auch das Highlight an mir. Meine Haare sind total verlaust aus. Ich habe mich das letzte Mal mit einem stumpfen Rasierer rasiert, weil es einfach Sonntag war und ich konnte mir keinen anderen holen. Ich wollte euch heute mal zeigen, was ich so anhabe. Und zwar habe ich hier so eine Pullijacke an von H&M. Die kann man so zumachen. Weil so kacke sind, geh weg mit meiner Mütze. Aber das ist mega, Jackass. Ja. Habe ich als Kind immer geguckt und... Ja, das ist extrem cool. Als Kind hast du Jackass geguckt? Ja, immer. Also so mit 14, das war mein Leben. Habe ich gekauft im Rapper Mittwoch Merch Store. Dann habe ich hier so einen grauen Schal gefunden auf der Straße. Ich will auch ein Shirt von dir haben. Kann man die kaufen? Ja, die kann man kaufen. Auch ein schönes Style hier. Das ist ganz klar von H&M. Mhm. Auch, das ist eher so ein bisschen Kirsch und ein bisschen, ich weiß nicht, wie heißt das? Blut? Nee, ja. Frag mich nicht, wie teuer. Frag mich nicht, woher. Und jetzt gibt es hier Unfälle. Ich habe eine Hose an. Ohne Hose gehe ich manchmal auch raus, aber heute Dienstag ist ein bisschen kühler. Ich dachte, zieh ich mir eine schöne Hose an. Ihr seht so, die liegt gut an. So. Ich habe extra die Beine rasiert, damit es schön passt. Die Schuhe, was ist denn das? Da ist einfach so ein Krater drin. Wir sind hier nicht in New Mexico. Wie machen die das noch? Sie drehen sich? Und kommen wir zu Heikos Hose. Heikos Hose ist in einem sehr, sehr hellen Blau und so schön Vintage-Look. Ja, das ist... Und läuft auf jeden Fall. Ein bisschen Retro, so ein bisschen 70er Jahresstyle. Also der gefällt mir, der ist so weich und so. Findest du nicht richtig toll? Dann trage ich dazu eine wunderschöne rote Hose. Ein Weinrot. Die ist, ja. Ja. Ich habe es halt nochmal, sie ist von Gisa. Na, fast Zara. Aber Zara, ja, das ist eher dasselbe. Kommen wir eher das hergestellt in Japan oder so. Oder in Indien, egal. Kinderrecht. Eine Shiva-Mütze von Stetson, 100% Seide. Ein traumhaftes Teil, ja. Was ist denn mit deinen Schuhen? Ja, hier, ich habe die vor einer Woche gekauft. 140 € hat der Scheiß gekostet. Und jetzt ist hier so ein Knick drin, wenn ich drauf trete. Was los? Meine Unterwäsche ist diesmal. Ich habe meine Unterwäsche. Ja, das war schon gut. Mach ich meistens so auf, irgendwie so offen stehen mir ist nicht so besonders. Hey, das Shirt ist geil. Ja, das Shirt ist geil, gell? Gefällt mir. Ja, gefällt das mir. Shirt habe ich, oh Gott, vom C und A. Die Schuhe sind auch übrigens dreckig und ich bin da, als ich mal das letzte Mal durch ein Feld gerannt bin, ein bisschen rumgeschrien habe, in Hundescheiße getreten. Die ist jetzt ab, aber ich habe trotzdem den ganzen Tag schon das Gefühl, die riecht nach Scheiße. Und die ist einfach so abgefuckt. Also ich stehe eher auf dieser halb festen Boxershorts, ne? Damit es nicht so rumschwabbelt und so weiter. Jetzt noch meine Unterhose. Ja, du wärst nicht der Erste. Tommy Hilfiger. Ah, ja. Okay. Wie heißt die Marke nochmal? Was ist von wem? Von wo ist der Gürtel? Jack and Jones. Ach, ja. Das hier nochmal schon ein Jack and Jones Gürtel. Meiner ist von Billabong. Billabong. Mein Gürtel ist nicht von Billabong. Das ist von Quicksilver. Quicksilver. Passt überhaupt gar nicht mit den Stiefeln zusammen, weil das einfach, das sieht aus, als wäre ich mal Adolf sein Sohn oder so. Ich noch mehr sehen. Okay. Der kennt sich aus. Sieht immer aus, als hätte ich eine Erektion, wenn ich so da sitze. Aber was will ich machen? Soll ich auch noch sagen, was ich für eine Unterhose habe? Nee. Jo. 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 Schlafen wir jetzt alle. Ah! Schlafen wir jetzt alle. Ah! Ah! Ja, und das passt schön zur Hose hier. Schön betont dein Hinter. Genau. Cool. Okay, ciao. Ciao. So, wir sind da miteinander, da mit der Crowd. So, das war The Changeman. Rapper Mittwoch. Für Apfel, ist ja geil.
Ja, und das mein Outfit for the day. Ja, und also natürlich mein Outfit for the day, einfach für einen lockeren Tag, für einen lockeren Wintertag. Und ich auch, wenn wir schon sagen, wir beide sind top ausgerüstet. Mindestens. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ich hoffe, euch haben die Outfits der Jungs gefallen. Ich würde euch auf jeden Fall mal raten, jeden einzelnen Kanal abzuchecken. Ich werde euch alle mal unten in die Infobox verlinken und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet und jedem mal liebe Grüße bestellen würdet. Gegebenenfalls, wenn es euch zeitlich überhaupt möglich ist, ansonsten mal so ein paar auf jeden Fall. Und schreibt mir mal unten in die Kommentare, welches Outfit von den Jungs euch am besten gefallen hat. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.